Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, willkommen zu einem neuen Let's Play The Outer Worlds, ein Spiel, auf das ich wirklich schon seit letztes Jahr warte, endlich wieder ein Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian, bekannt, ich kannte sie bisher nur wegen Fallout Las Vegas, war ein geiles Spiel und ja, fast mein Lieblings-Fallout-Spiel. Und ich habe einfach mal Bock, wieder Sci-Fi-Quests zu machen, rumzuballern. Ja, nicht viel labern, starten. Beliebige Taste. So, ja, komm, nehmen wir an, passt schon. So, Musik schlägt nicht voll aus, das ist gut. Wir lassen das erstmal und ein neues Spiel. Ja, komm. Wir machen Albtraum. Ich habe Abschaum gelesen. Abschaum, Spaziergang wollen wir nicht. Das ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad für den ersten Spieldurchgang. Auf Standard, normal bleiben. Ich finde, die Musik ist doch ein bisschen lauter. Wir machen nochmal ein bisschen leise. Bin ich blind? Musik! 3D-Auflösung, Gamma. Ach da, Audio. So, Soundeffekte will ich immer voll ganzen haben. So, Musik so ein bisschen im Hintergrund. So, neues Spiel. Was ist ein Unterschied bei Hard? Albtraum will ich gar nicht wissen. Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die eine Herausforderung suchen. Ja, nee. Bleiben wir mal normal. So, Gesprächsuntertitel. Ja, weil die, ja, die Vertonung ist auf Englisch. Da macht es natürlich Sinn, wenn wir, also für mich auch gerade, weil ich nicht so gut Englisch spreche, dass wir da einen Untertitel haben. Untertitel für Zwischensequenzen. Ach, mal überall Untertitel. So, weiter. Nahkampfmodifikation. Können die Waffen... Ja, Angriffsgeschwindigkeit stand da. Oh, ich nehme die Maus weg. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Streng geheim. Brummer. Flüchtiger gesucht, okay. So, vor den Haaren dachte ich auch erst gerade an den Joker, ohne Schminke. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Hm, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hat uns die Firma vergessen oder was? So, Körper durchschnittlich, verbleibende Punkte. Betroffene Fähigkeit. Tragekapazität. Dann müsste man jetzt schon wissen, was man spielen will. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe nämlich noch gerade keine Ahnung, was es in dieser Welt gibt.
Da hilft uns Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit, Wahrnehmung für Langwaffen, schwere Waffen. Dafür brauche ich Wahrnehmung, okay. Charisma, Lügen, Überzeugen. Also ich werde mir jetzt... Ich werde jetzt vielleicht noch irgendwie was... ich gehe mal auf Charisma auf jeden Fall. Ich denke mir gerade, wir könnten so einen netten Han Solo vielleicht spielen. Wenn ihr aber... Also ich habe... Ja genau, ich werde versuchen, auf Charisma zu gehen. You're going to have people hanging off you like tumors on a cysty pig. Ach, mehr geht nicht als 3. Da sind wir sehr hoch. Geschicklichkeit. Wofür brauchen wir Geschicklichkeit? Beeinflusst dein Angriffstempo von Nahkampfwaffen und Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen Intelligenz. Ein bisschen. Geisteshaltung. Lügen. Oh. 2 Nahkampfwaffen. Lebensregeneration pro Sekunde. Klingt natürlich auch nicht schlecht. Aber ein bisschen Lügen müssen wir auch können. Ach, Mensch. Geschicklichkeit, Stärke. Handfeuerwaffen. Blocken. Ich habe keine Ahnung, wie wichtig in diesem Spiel Nahkampf ist. Ich versuch's einfach mal Fernkampf mit Charisma. An war ja auch kein Kämpfer, Nahkämpfer. So. Weiter. 2 verbleibende Punkte haben wir noch, was wir vielleicht besser machen können. Führung. Wollen wir führen? Nö. Ist das wichtig? Begleiter. Ach, wir können wir Begleiter mitnehmen? Scheiße. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, so ein Chewie, ne? Komm. Like barking orders? Good. We're used to being bossed around. Und Verteidigung, Tarnung. Tarnung, weil wir können ein bisschen hacken. Schloss knacken eher weniger. Wissenschaft. Vielleicht das nochmal verstärken? Nee, komm, wir machen mal einen auf Fernkampf hier. You are going to paint the system red, my friend. Was nun? Wir haben auch keine Punkte mehr. Okay. Begabungsbonus. Wähle die Karrierebegabung, über die dein Charakter verfügt. Jeder Begabung ist ein kleiner Bonus zugeordnet. Bürokratrang 0. Was ist denn ein Bürokratrang 0? Das Universum arbeitet auf der Basis von Naturgesetzen und Gesetze brauchen Papierkram. Holkyon, oder wie man das immer aussprechen mag, ist keine Ausnahme. Dinge, die nicht gestempelt, abgeheftet, ausgeheftet, referenziert, zensiert, zertifiziert, indiziert und nummeriert worden, existieren doch eigentlich gar nicht wirklich. Das gilt auch für Geburtsurkunden. Aha, aha, aha. Ah, da kriegen wir einen Pluspunkt auf Blocken. Schockschaden minus 3, überzeugen. Junior-Kassierin ohne leitende Tätigkeit. Ausweichen, was? Endstrahl. Nahrungseffekt. Dann können wir uns wahrscheinlich durch Essen heilen, ne? Plasmaschaden erhalten, minus 3. Nö, ich will Wenden verteilen. Nahkampf. Keine erkennbare Befähigung. Entschlossenheit plus 1. Okay. Getränkebereitstellungstechniker. Scheiße. Getränkeeffekt. Aber okay, Getränke kann man wohl auch nehmen. Oh, das sind jetzt. Ich finde das jetzt schon cool. Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange rumarbeite. Technik. Aufzugsbedienungsspezialisten. Oder Spezialist.
Ein guter Aufzug geht auf und zu. Und auf und ab. Wer das... Entschuldigung, wo ist das jetzt wieder? Ah! Wer das nicht weiß, ist es nicht würdig, das Abzeichen zu tragen. Da, wo du herkommst, heißt es etwas Spezialist zu sein. Es ist eine Hingabe an vertikale Mobilität, die man nicht mit einem Preisschild versehen kann. Geil. Allein dafür nehme ich das, ist mir scheißegal. Aber dann nur ein Punkt oder mehrere? Nur ein. Wir sind Aufzugsspezialist, das haben wir jahrelang gelernt. Puh. Aussehen. Ich kann mich schlecht in Frauen hineinversetzen. Und wenn ich den ansehe, will ich lieber eine Frau sein. Der ist ja ein Honigbubi hier. Na komm, aus dem machen wir jetzt einen Kämpfer hier. Kopf. Wohl Han Solo ist ja ein Schönling. Behaupte ich es einfach mal. Nee, das ist kein Han Solo. Das ist eher das. Nein. 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 Oh nein. Nö. Der und Kopf 3, ja? Nee, der ist mir zu bubihaft. Nee, er ist recht. Ah, komm, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Dann wird es halt kein Han Solo, wird es hier eher Nathan Fillion aus Serenity. Hautfarbe. Kann man das? Oh, nee, käseweiß. Ach komm, nimm mal den. Augenfarbe. Gute Frage. Sieht ja cool aus. Vampirmäßig. Okay. Nein, nein, wir wollen ein bisschen charismatisch sein, ne? Grüne Augen. Sieht doch ganz cool aus. Nimm mal grüne. Braun, horizontal. Lassen wir mal braun Tiefe, da will ich eigentlich gar nicht so lang. Augen vertikal. Ich hatte mal sowas echt versucht, einiges zu reißen. Ich glaube, bei Skyrim oder was, dann sah das aus wie so, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber wie so ein Mutant. Sah irgendwie voll komisch aus. Kiefer. Wir müssen den Kiefer raus, Mundgröße. Können wir fast den Joker machen, ne? Mundwinkel, Nasengröße. Nasenneigung, Breitung. Komm, hier kriegst du eine kleine feine Nase. Naja. Frisur. Was haben wir denn da so? Nee, nee. Die Frisur sieht natürlich sehr charismatisch aus. Oh, nee. Yeah. Ja, das wäre mir zu ein Schönling. Schönling wollen wir nicht. Nee. Es geht schon Richtung Geralt. Oh, das... Nee. Bleibt weiter tolle, aber die Augen... die Augen gefallen mir nicht. Das Grün ist mir doch dann... Ach, Augenfarbe. Ups, das ist die Hautfarbe. Lass mal braun. So. Das waren Haare, Form. Ah ne, das war die Frisur. Haarfarbe machen wir auch was Dunkles. Die haben aber... Oh ja, es ist sehr dunkel. Oh ja, so assi blondiert. Naja, wer es mag. Ich mag es nicht, aber... Warte, irgendwie... Ich meckere eigentlich rum, aber es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Lila, grün, sage ich mal, nö. Die Punkerzeit ist vorbei.
Oder ein bisschen grau. Er ist etwas erfahren. Braunform. Ja, ein bisschen wuschiger. Das wäre Weigel. Kennt wahrscheinlich keiner mehr. Das sieht mir auch ein bisschen... Das sieht aber charismatisch aus. Nein. Wir bleiben bei... Boah. Das ist echt böse. Nein, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich würde den jetzt eigentlich so nehmen. Wenn ich jetzt nicht ihren Let's Play machen würde, würde ich den so nehmen. Aber nein, nein, wir versuchen ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Ja, nur ein bisschen. So. Gesichtsbehaarung. Oh nein. Nee. Das für Bärte. Ja. Nee, dir steht kein Langbart. Das ist alles so. 18. Jahrhundert. Das ist noch hier. Noch weiter weg. Das ist wieder wilder Western mit so Backenbärte. Ja, eklig aus. Dann nehmen wir ganz dezenten 3-Tage-Bart. Bartfarbe. Sehen wir natürlich jetzt ganz viel. Ist auch eher was Braunes oder Dunkles. Sieht eh keiner. Komm, wir nehmen 3-Tage-Bart. Merkmale. Schminke. Ja. Kann man machen. So Cyberpunk-mäßig könnte man was Tolles machen. Kriegsbemalung. Oh, warte mal. Das was ist cool. Oh ja, wir haben ein bisschen was auf die Fresse gekriegt. Blutige. Das ist auch immer sehr charismatisch. Cool. Für Nahkämpfer würde ich sagen, ja, machen wir. Das Nasenbluten. Nee, komm, ich nehme mal so ein bisschen aufgeplatzten Mund. Dreck. Nee, Dreck. Wenn wir jetzt Ghost Recon spielen würden, würde ich ja sagen. Narben. Oh, ich bin immer ein Freund von Narben. Oh, die sieht cool aus. Die aber auch. Ne, Kratzer finde ich langweilig. Oh, das ist hier Glasgow Smiley oder sowas, ne? Oh ja, das sieht aus wie der eine von The Walking Dead. Hm, ich glaube, wir kommen nicht weit. Das mit dem Mundwinkel fand ich ganz gut. Das hier, das nehme ich. Alter. Das ist ein Greis. Also ganz jung wollen wir natürlich auch nicht sein. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung. So, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich lasse das so. So, wie heißt du? Ja, eigentlich müsste ich ja... Komm, wir sind Heinrich. Heinrich. Abkürzung für Han. Weiß doch jeder. Entschuldigung. Und... Namen ändern? Nö. Wollen wir nicht. Zusammenfassung. Ja, also wie gesagt, ich versuche viel mit Charisma zu lösen. Handfeuerwaffen. Und ich würde vielleicht sogar noch in die Richtung Schleichen gehen. Schleichen, Schlösser knacken, hacken. Falls ihr da andere Vorlieben habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn jetzt wirklich eine Mehrheit sagt, hey, mach einen Nahkämpfer, dann switche ich nochmal um und dann wären wir halt ein Nahkämpfer. Aber ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns erstmal, wie wir uns hier in diesem Spiel entwickeln. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers.
Initiate skip jump. Warum hat er jetzt genau uns rausgeholt? Terra 2. Vitallabor. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 25%. Shit. Jo. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Okay. Es ist wie die Leute im Fahrstuhl, die schnell mal fahren wollen. Einmal drücken reicht da nicht. Ja, dann drücken die auch immer 10 Mal. Davon geht es aber leider auch nicht schneller. Schnellreise ist eine praktische Möglichkeit, an andere Orte zu kommen. Ja, denke ich mir auch. Remember the Hope. Zero G. Bui. Weltraumweise. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Oh, sieht doch nett aus. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ja, hat er vielleicht Sachen, die ich mir stibitzen kann? Oh, riesige Pusteblumen. Schade, man kann ihn nicht looten, ne? Ja, sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Sieht irgendwie cool aus. Also hat so ein bisschen was von Alice im Wunderland so, aber...
finde, die Pflanzen sehen irgendwie cool aus. So richtig große Pusteblumen oder... Springe über Hindernisse. Yippie! Oh, wir können richtig gut springen. Oh, Viecher. Oh, ist ja klein und putzig. Bleib hier! Oh, noch einen. Haben wir, haben wir. Komm, 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 komm. Kann ich leider nicht mit E fangen wie bei Conan, die kleinen Tiere. Oh, da ist Duke nicht auf C, okay. Ah, hier wimmelt's ja von diesen kleinen Rackern. Ich hab nur Angst, da wo klein sind, sind doch bestimmt große. Aber die kleinen tun uns nichts. Irgendwas schmatzt doch hier, oder? Benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an den Feinden vorbeischleichen oder aus besserer Position herauskämpfen. Er hat ja keine Beine mehr. Oder sie. Aber die Hände gehen durch die Textur. Oder durch den Unterrock, whatever. So, dann gehen wir mal ins hohe Gras. Dass das Gras transparent ist, wenn ich drin bin, finde ich ganz gut. Die Aufmerksamkeit über den Balken auf über den Kopf der Feinde zeigen an, ob sie wissen, unwissend, misstrauisch, aufgeschreckt oder alarmiert sind. Könnte ich nicht einfach da unten drunter vorbeigehen? Und wo ist da ein Kopf und wo ist da irgendwas? Sieht aus wie eine große Pinata oder sowas. Auch nur ein Knüppel, dann kann ich draufhauen. Oh, der ist misstrauisch geworden. Ich bin mal weg. Aber es ist nicht hinterher gesprungen. Okay. Aber ich kann auch nicht boxen oder so, ne? Frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Danke für die Info. Die führen mich doch bestimmt zu irgendeiner Falle. Bestimmt zu Mama, die schlachtet mich ab und dann bin ich tot. Nö, ja, sind nette Viecher. Dein Leben ist sehr niedrig. Verwende Medizin zum Notfallinhalator, um dich wahrscheinlich zu heilen. Okay. Gut, haben wir das auch gelernt? F, ich heile mich per F. Ah. Hey, you, come here. Ja. Die Fahne, kann ich die nehmen? Kann ich die klein erschlagen? Können wir was essen? You've tried the best now.
Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Medizin 5? Halt still, ich flick dich wieder zusammen. Aber wir haben doch nicht Medizin 5, oder? Looks like the bleeding stopped. Echt? I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Oh, we're all part of the Spacer's choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Was hat es mit diesem Plünderer auf sich? Eigentlich interessiert mich ja nicht, was er treibt, oder? Plünderer könnte man ja abschlachten. Du versteckst dich in eine Höhle und du hast eine Ausbildung. Du bist so gut wie tot. Ja, das ist auch richtig. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Tja. Oh, wir können gleich lügen. Jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde sie für dich zur Strecke bringen. Einschüchtern. Überzeugen. Ja, das ist, ich habe eine bessere Idee. Gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Ey, wir haben ihn ja geheilt. Der wird ja wahrscheinlich auch so blöd sein. Also, er versteckt sich in eine Höhle, verbarrikadiert sich. Also, komm, der gibt uns die Waffe. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Und ich hätte ihn gerne nochmal auf die anderen Leute da angesprochen. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Schade, wir können wirklich nicht alles fragen. Das finde ich aber wiederum cool. Da muss man selber aussondieren, was man für einen wichtig ist und was nicht. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Gut, gehen wir dann mal. Oh, Spacebar zweimal, dann können wir... Ich würde ja gern mal was testen, ne? Aber wir wollen ja eigentlich... Und ich versuche mal eigentlich... Also, wenn ich jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich ihnen jetzt einfach einen Headshot gegeben. Der Essen braucht er nicht mehr. Das nehmen wir uns alles. Also Schrott können wir auch wieder jede Menge sammeln. Aber wir können nicht so viel tragen. Ich glaube nur 80 Kilo. Ich kann nicht widerstehen. Wache, Pelle. Ja, vielleicht finden wir brauchen Freunde. Komm, wir lassen den. Ich lasse ihn am Leben. Ich habe ihn ja auch geheilt, also. Lassen wir mal am Leben. Die kleinen Scheißer. Haben wir noch einen hier? Ah, haben die Glück. Oh ja. Oh, hat geklappt. Gegner getötet. Und man kann sinnloses Nachladen machen. Finde ich gut. Aber ich muss die zerschießen. Aber es macht auch Megabums. Damage my ears!
Sprat. Sprathaut. Die abgezogene Haut eines Der war erwachsen? Eines erwachsenen Spratz. Wusstest du, dass es Spratz auf jeder Welt gibt, die von Menschen bevölkert wurde? Hilft dir dein Wissen irgendwie weiter? Nö. Absolut nicht. Aber cool, dass ich es einsammeln kann. Ja, Katze. Aber wir müssen nicht wütend, oder? Oh. So. Der sieht ja auch nicht aus. Oh Gott. Kryoschlaf. Komplikation erkannt. Taktische Zeitdilation. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgezogene Kryostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Das ist doch eigentlich ein Vorteil. Mit der Taste taktische TZD. So. Verlangsamt sich die Welt. So kannst du nachdenken, aber auch handeln. Also sowas wie, mir fällt der Modus bei Fallout nicht ein, aber quasi, wir können kurz die Zeit anhalten und vielleicht speziell auf die Beine zielen gegen Nahkämpfer oder sonst was. Auf Q, okay. Geht das automatisch weg? Kann man mal kurz ein Ziel? Ich suche mal kurz ein Ziel. Kann ich das sammeln? Nein. Kann ich das sammeln? Nein. Okay. Spacebar. Bestätige Springen zweimal, um gegnerische Angriffe von links oder rechts auszuweichen. Ja. Aber, ja. Haben wir, glaube ich, uns ein bisschen Jurken gekillt. Umgebungsausrüstung. Richtig kunterbunt. Oh, Waffenverwaltung. Du kannst bis zu 4 Waffen gleichzeitig ausgerüstet haben, indem du sie auf die Plätze oben auf dem Bildschirm ziehst. Auf dieser Seite kannst du außerdem deine Waffen inspizieren, vergleichen, als Schrott markieren oder sie in Teile zerlegen. Spieler mit der Technikfertigkeit können sie hier auch Waffen reparieren. Hatten wir Technik ausgewählt? Wegen Fahrstuhllift und so? Kümmere dich um deine T- und L-Waffen. Dann kümmern sie sich um deine Feinde. T und L. So, wir haben auch so einen Wächtersäbel. Das ist dann aber nur für den Nahkampf. Da sind wir ja nicht so. Rüstungsverwaltung. Ziehe Körperpanzer oder Helme in die Ausrüstungsplätze, um sie zu tragen. Du kannst hier auch deine Ausrüstung verwalten. Zerlege sie. Überprüfe sie. Vergleiche sie mit anderen Rüstungen. Markiere sie als Schrott oder lass sie fallen. Ja, genau, machen wir doch. So, was bringt das denn hier? Verkaufsgewicht, Zustand, Tech-Fertigkeiten plus 5. Okay, Rüstung 3. Der hat Rüstung 4. Tarnungsfertigkeit plus 5. Nö, Tarnung bin ich jetzt nicht so geil drauf. Dann bin ich für Tech-Fertigkeiten. Lassen wir das so. So, was haben wir hier noch so liegen? Wir nehmen erstmal alles mit, bis wir nicht mehr tragen können. Hacken und Schloss knacken. Deine Fertigkeiten im Hacken und Schloss hacken. Nee, knacken. Helfen dir. An Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Ja, bla. Komm, wie geht das jetzt? Scheiße, ich hätte mir den Text durchlesen sollen. Aber mir fehlen von diesen Teilen welche. Ach so. Also blocken, Angriff. Blocken, Angriff. Das ist okay. So.
Kann ich damit auch Essen machen? Nee. Also. So Hackstückeln. Jetzt müssen wir mal genug Teile haben, um den zu öffnen. Warte mal, hat der vielleicht einen Schlüssel? Nee, er hat einen Wächtersäbel und. Nehmen wir mal alles. Kann ich hier noch zersäbeln? Okay. Ich habe das Fass nicht gesehen. Scheiße. Fässer zerschlagen sollte man nicht tun. Okay, zerstückeln kann man nicht. Das ist ja immer sehr wichtig, finde ich. Und ja, dann versuch. Hä? Ah. Verstehe jetzt nicht, warum er mir das jetzt nicht angezeigt hat. Achso, wir müssen jetzt kein Minispiel machen. Wie bei Fallout. Teleskopstangenstab. Ja, cool. Wollte ich schon immer mal haben. Zweihand-Nahkampfwaffe. Wow. Kaufen wir. Bin ich mir nicht mal durch. Ich spiele schon bei Conan den übelsten Nahkämpfer. Das muss ich ja jetzt hier nicht machen. Außerdem will ich einen, so einen Schmuggler-Heini machen. Haben. Ich bin Heinrich. Aber man nennt mich auch Han. Können wir von hinten One-Hit-Kills machen? Also jemals schon zu töten, macht das schon mal echt übel Sinn. Wie weit geht das Gras noch? Nee, geht leider nicht. Ups, falsche Taste. Okay, hat auch nicht so geklappt, wie ich dachte. Fuck. Okay, das Schießen müssen wir noch üben. Und so von hinten einfach angreifen und mit einem Schlag töten hat irgendwie nicht funktioniert. Kann man bestimmt aber als Nahkämpfer lernen. Ich könnte es mir vorstellen. So. Wir sammeln auf jeden Fall viel Scheiße. Aber wir müssen auch irgendwas verkaufen. Und ich brauche wahrscheinlich zu lange für alles. Aber ich lasse mir gerne Zeit. Ich habe Bock auf sowas zu. Solche Spiele. Sind das Freunde oder sind es Feinde? Die sehen, glaube ich, anders aus. Kann das sein? Können wir die belauschen? Nein, Katze. Lieutenant Mercer. Private Campbell. Kimball. Musch. Katze, was sagst du dazu? Töten oder nicht töten? Hm? Ja, du bist eine süße Katze. Ja, du bist eine süße Katze. Ja. So. Ich kümmere mich gleich um dich. Lass mich doch erstmal mich hier um die Leute kümmern, ja. Komm, wir sind bestimmt Freunde, oder? Waffe wegstecken kann ich nicht, oder? Ja. Reden. Wenn die mich gleich so anlabert, könnte ich auch gleich in den Kopf schießen. Oh, da oben ist ein Raumschiff. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Das ist doch nur ein ladender Verstoß. Vergiss es einfach. So viel weiß ich schon. Ich habe einen deiner Kollegen in der Höhle gefunden. Ah, stimmt. Really? How is he? Er ist ein Idiot, der hat mir seine Waffe gegeben. Ich habe ihm mit dem Schmerzen geholfen. Hm.
Er ist immer noch ein Depp. Na, komm, wir sind charmant. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Okay. Also Lügen, weiß nicht, könnten mal Lügen. Wie haben wir da einen Wert? Einschüchtern. Was ist denn hier bei 1? Scheut sich das Wachpersonal von Spencer's Choice etwa? Eine Herausforderung? Ich könnte auch lügen und sagen, die Plünderer wissen, wem dieses Schiff gehört. War das unser Schiff? Einschüchtern. Ich fürchte, da muss ich dir in der nächsten Kundenzufriedenheitsumfrage 0 Punkte geben. Ah, ich könnte mich auch drum kümmern. Ich möchte diese Fähigkeiten benutzen. Ich überzeug sie mal. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Oh, haben wir motiviert. Mach ich doch gern. Ja, Attacke! Du. Bitte. Der Kumpel ist tot? Gut. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Oh, die hat ein Hühnchen. Oder sowas ähnliches. Die hatte echt gut, ganz schnell. Einfach alles mal weggekillt. Dann noch einen Blick. Erstmal gibt es eine Map. Okay, wir bleiben in diesem Areal wahrscheinlich. Da ist eine Trümmer. Bevor ich das vergesse, da kamen noch Lichteffekte. Aha. Das sieht aber nach großem Monster aus. Kann ich die Axt haben? Der Bewohner ist dahin. Schade, wir haben so ein bisschen an Bluteffekten gespart. Schaufel aufheben. Wollt ihr was aufschaufeln oder zuschaufeln? Können wir die Schaufel benutzen? Achso, sind die Waffen irgendwie unterschiedlich? Ne, die Nahkampfwaffen 36, Bluten 36, Bluten. Beil ist ein bisschen schwächer. Und das müsste repariert werden. Komm, haben wir ein anderes. So, kann ich schaufeln? Hätte ja sein können, weil sieht das so aus, als ob die... Gibt es hier Gräber? Überplündern können? Dann hat er sie doch einfach nur als Waffe benutzt. Okay. Hätte ja sein können. Nehmen wir das einfach auch mal mit. So, vielen Dank. Und dann können wir gleich weiter. Wir gehen nochmal in das Schiff. Ach, das war unser Schiff. Das heißt, wenn sie mir in die Quere kommt, baller ich sie weg. Und der Typ in der Höhle wird dann befördert. Weil er als einziger überlebt hat. Du
ganz schnell zu freigeschalteten Orten reisen, indem du die Karte öffnest und das Zielort angibst. Okay, aber wir müssen die wahrscheinlich erstmal entdecken, ne? Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Ja, und wie kann ich die Waffe wieder einstecken? Die an. Oh. Okay, Sachen, die ich plündern kann. Die muss ich aufmachen. Oh, Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Ja, wie kann ich denn die Waffe? Ich würde ja gern die Waffe wegstecken. Kannst du mir sagen, und welcher Taste? Das war die falsche. Ja, sein können, dass es sowas gibt. Dann, leck mich. Unauthorized access of spacefaring vessels. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Höfliches Schiff. Doof ist es nur, dass das Schiff mir das jetzt sagt, wenn ich schon drin bin. Cool wäre es ja gewesen, wenn es schon außerhalb gesagt hätten. Aber egal. Solltest du diese Anweisung nicht befolgen, werde ich dich atomisieren müssen. Klingt schon mal nett. Was willst du machen? Dich in die Luft sprengen? Ja, wer weiß, vielleicht kann sie mich ja gezielt irgendwie ausschalten. Sauerstoff entziehen oder so. Ich bin nicht hier, um irgendwas Unrechtes zu entwenden. Habe ich aber schon. Ich mag es nicht, wenn man mit mir so redet. Ja, das mag ich auch nicht. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Okay. Disengaging airlocks. Oh, große Augen. Prepare to reject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, fuck. 1. Sollte da jetzt was passieren? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ach so, Alex ist wahrscheinlich der Typ, den wir... Ja klar, das war den, den wir quasi platt gemacht haben. Der ist ja tot. So, dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck an der Unterseite meiner Rettungskapsel. Ja, das ist ja wohl wahr. So. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. Das ist natürlich doof. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Aber ich will nicht so heißen wie Captain Scheiße. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Ja, super. Du verstehst nicht, ich heiße Heinrich. Ja, soll sie mich dann nennen, wie sie will. Hauptsache, wir kommen hier weg. Ja. Danke.
glaube ich zumindest. Sehe ich auch so. You are welcome. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ja. Finde einen Energieregulator. Wo soll ich den finden? Technik 5. Ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in der Garage rumliegt. Ja. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? So doof sind wir ja auch nicht, du scheiß Roboter. Oder Computerprogramm, sagen wir es mal so. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Hey, Stufe 2! Juhu! Yeah, Stufenaufstieg! Glückwunsch! Du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine neue Stufe aufzusteigen! Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil erwählen. Weiter so. Und du schaffst es nur ins obere Management. Da wollen wir hin. Tappen wir mal. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Ne, okay. Wie kann ich jetzt meine Vorteile verpacken? Charakter. Fähigkeiten. Oh, ist aber auch eine hübsche Dame. Fähigkeitsverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fähigkeitspunkte. Bla, bla, bla. Bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fähigkeiten bis 100 investieren. Alter Schwede. Jede Fähigkeit. Aber alle 20 Punkte erhältst du eine Freischaltboni. Rüstungen, Verbrauchsgegenstände, Statuseffekte können zeitweise deine Fähigkeiten erhöhen oder senken. Ja, zeig mal. So, dann sind wir wieder hier. Wir haben 10. Ich bin immer, also Zweihandwaffe würde ich absolut verneinen. Ausweichen bin ich noch nicht so. Lügen 21. Hecken schleichen, Schloss knacken. Schloss knacken hätte ich gerne nochmal. Kann ich nicht? Achso, Entschuldigung, ich muss da direkt die Punkte verteilen. Okay, Techmedizin, Führung. Führung packen wir auch mal einen drin. Und Behandlung. Ich kann jetzt nicht mehr direkt einen Punkt, das ist natürlich. Stufe 20, Dialog. Haben wir auch schon geschafft. Nahkampf mache ich mal ein, damit wir auf 10 kommen. Verteidigung, Ausweichen, Blocken. Tech. Der Anzug haben, der bringt noch ein bisschen was. Hier mal ein bisschen da, ein bisschen hier, zack, fertig. Fähigkeiten. Ach, so sind wir schon. Vorteile. Achso. Muss ich auf anwenden. So.
Begleiterfähigkeiten. Du kannst deine Begleiter befehlen, ihre besonderen Fähigkeiten gegen den von dir anvisierten Gegner einzusetzen. Begleiter 1, Fähigkeit C, Begleiter 2, Fähigkeit V, CV. Kampfdialogfähigkeiten. Du hast eine Kampfdialogfertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit deinem Statuseffekt belegt. Oh, fuck! Ich sehe gerade, dass die Aufnahme geht schon eine Stunde. Kommt mir vor, als wie 5 Minuten. Ich mache jetzt leider einen Break. Tut mir leid. Bisher der erste Eindruck finde ich cool. Ich will es auf jeden Fall weiterspielen. Ja, wenn ihr irgendwie meint, geh in den Nahkampf oder Verteidigung oder vielleicht, dass ich Punkte erstmal nur in einem Bereich. Wenn ihr da irgendwie was wollt, kann ich das gerne machen. Wenn ihr auch wollt, dass wir vielleicht einen anderen Charakter spielen, quasi, dann entwickeln wir uns da auch gerne weiter. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. Ich dachte jetzt an so einen Han Solo-Typen. Erstmal für den Anfang. Gut, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Liken nicht vergessen und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.